Hallöchen, meine Lieben, hier vom See. Heute ist der 2. Oktober, ein Tag vor dem großen Feiertag. Gut, sage ich jetzt nicht zu. Bin ich mit meinem Kumpel Junior hier unterwegs. Und wir wollen hier Barsche ärgern heute. Mit Dropshot-Montage und mit ein bisschen, ja, mal gucken, Blinkern, Spinner. Mal gucken, wir gucken. Den ersten habe ich raus, natürlich war die Kamera nicht scharf. Klar, egal, dafür ist sie jetzt scharf und wir greifen an und wir freuen uns auf einen schönen Tag am See und mit reichlich Barschen hoffentlich. Okay, dann bis zum ersten Fang hoffentlich. Greifen wir an. Mein Kumpel Junior, schönen Barsch, zeig mal her. Korrekt. Geil, Junior. Petri, mein Lieber. Danke dir, Mann. Petri. Nicht schlecht, aber es läuft. Ja, wir hatten jetzt hier so einige Anfasser wieder. Ich denke mal, das sind diese ganz kleinen Spinner, die hier beißen. Aber wirklich, hier hangen noch nicht wieder. Wir haben jetzt zwei Barsche. Und ja, wir machen natürlich weiter. Ne? Oh, der Fisch ist auch schon ganz schön ramponiert hier. Den haben sie ja ganz schön gebumst. Echt. Oder was, Junior? Mann, oh Mann. Na, wir machen weiter. Junior, ich hab Biss. Oh, yes! Da ist er, der Schatz. Schöner, kleiner, ja, mittelmäßiger Barsch. Nach öfteren Bissen. Ah, nach öfteren Bissen auf jeden Fall. Also läuft, ne? Guck mal, auch super gehakt, Junior. Ja. Einwandfrei. Richtig, einwandfrei. Petri, ne? Petri! Bitte schön, mein Lieber. Oh, guck mal, hat er ihn. Warte, ich zeige dir, ich präsentiere die dir. Ja, nee, das ist halt jetzt auch nichts Besonderes. Große brauchen wir jetzt nicht. Ich hab mir schon gehabt. Gut, danke, Junior. Und, Kumpel Junior, Petri. Danke. Zeig mal. Ja, schönes Ding. Wie gesagt, kein Riese, aber wieder ein schöner Barsch. Oh, voll, guck mal, voll. Ja, haben wir Zange, hauen wir raus, kriegen wir. Okay, Petri, ne? Danke. So, jetzt haben wir mal einen Stellenwechsel vorgenommen. Versuchen wir mal hier so ein bisschen. Junior ist gerade am Neuköder aufziehen da. Andere Farbe. Und dann schauen wir mal, was hier geht. Ob was geht oder nichts geht. Im Moment. Hast du es? Gleich, ja. Dropshot, Dropshot. Geile Methode auf jeden Fall, kann man nicht meckern. Junior, ich hab einen Biss. Hier vorne am Boot. Oh. Da ist er. Petri, Herr Wagner. Oh, und direkt abgefallen. Direkt abgefallen. Wunderbar. Petri, mein Freund. Das wird eine Barschmahlzeit. Und Junior, Barsch. Nee, auch nicht. Oh, gleiche Größe wieder. Guck mal, oh, wieder so ein Spinner. Oh, da ist er, Petri, Herr Wagner. Petri, das ist Barsch Nummer 6. Oh, er stellt sogar, guck mal, für die Kamera seine Stacheln auf. Wunderbar. Top. Also Junior nach langem Hin und Her, ich hab ihn wieder. Weg ist er. Kann ich wahr sein. Du hast gesehen, er war dran. Er war dran. Scheiße. War dran. Tja, scheiße. Petri, Dank. Egal, weiter. So Junior, ich hab den nächsten. Petri. Petri, Dank. Petri, Dank. Den hat er aber schön an der Seite wieder. Da. Oh, das ist jetzt der 7. ne, im Bunde. Ja, der 7. insgesamt. Wunderbar. Wunderbar, freu mich. Junior, bis Stellenwechsel und wieder bis. Alter, das ist was Größeres. Ich glaube, das ist ein größerer Barsch. Ja, glaube ich. Warte mal, krieg den ohne. Oh. Alter, hol den. Alter. Perfekt, Digga. Die sind jetzt am Wert. Alter, guck dir das an. Das ist doch locker 30. Perfekt. Soll ich messen? Ja, guckt euch an, meine Lieben. Dank meinem Kumpel Junior, ihr Cashert, bestimmt. Hat er 30? Leg ihn hin, Digga. Leg ihn hin. Leg ihn hin. Leg ihn hin. Dazu haben wir das Shit. Leg mal hin. 28. Warte mal. Mach mal, Junior. Ich muss mal die Kamera ein bisschen gerade halten hier. Ja, 30. Genau, 30. 28, 29. Ja.
Ja, Petri! Nee, warte, warte. Ja, du hast sie nicht richtig angelegt. Oder 31. 31. 31, okay. Junior? Petri. Oh, Junior? Wie, der ist weg? Du hattest doch gerade ihn dran. Da hängt er doch. Ja, da hängt er doch. Du hast ihn nicht gemerkt. Der kam dir wahrscheinlich in den. Ja, Petri Junior. Danke, Petri, danke. Petri, der nächste Barsch. Du der neunte jetzt insgesamt, ne? Oder was? Neunter? Ja. Ungefähr, ne? Was gibt schöne Filets? Ja, wunderbar. Lohnt sich heute echt. Und nächster Biss und nächster Barsch. Wo hängt der denn? Oh, hat er den in der Kiemen? Ja, aber der hängt fest. Der hängt in der Kiemen. Der ist reingeschwommen irgendwie. Ja. Ja, kommt sowieso mit. Jo. Petri. Petri. Petri, danke. Aua, 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 aua. Oh, die mit ihren Spitzen. Ja. Jo, wir machen uns jetzt erstmal auf den Rückweg, noch ein bisschen vom Steg. Wir haben gut 11 Barsche, die werde ich nachher gleich nochmal präsentieren am Auto. 11 Barsche waren das, ich glaube, ne? Wir zählen die nachher nochmal durch und dann... Du hast ja 9 Stück erhält. Ja. Über, und du... Über nee, warte mal, nee, 8 und du 3, ne? Irgendwie so, ich weiß es nicht mehr, Junior, irgendwie so. Aber ein Ü30er hat der... Ein Ü30er war dabei, auf jeden das Fall. War ja. Machen wir auf jeden Fall gleich nochmal schön am Auto, legen wir die nochmal aus und dann machen wir vom Steg noch ein bisschen. Aber ich mache jetzt an der Stelle, sage ich schon mal, noch nicht Schiss, weil am Auto legen wir die nochmal aus, wie ihr sagt, und dann, ja... Dann würde ich sagen, bis gleich. So, Ausbeute. Das sind tatsächlich 10 Barsche von ja, mittlerer Größe bis kleiner und ein schönen 31er. Ne, wunderbar. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Viele Fehlbisse hatten wir dabei. Ich denke mal, das waren dann eher so die kleinen Barsche. Aber wir sind zufrieden. Da werden Filets rausgeschnitten und denk mal ein paar gebraten. So wie sie sind. Und ja, dann machen wir uns da eine schöne Barschpfanne draus quasi aus dem Ganzen. Ja, meine Lieben, dann haut erstmal rein. Ich hoffe, das hat euch gefallen von dem schönen See hier. Und wir sind zufrieden. Wir freuen uns. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Ciao, ciao.